Okay, gucken wir uns hier. Von Bruce Livingstone. Mein Drehbuch an Sophia Emerald. Hey, Dr. Emerald. Wir haben noch nicht allzu oft miteinander gesprochen, aber ich bin einer von Serenes Männern aus dem Reaper Squad. Die Arbeit inmitten dieses ganzen Technologiezeugs oder Chronontechnologie, wie sie es nennen, nicht wahr, hat mich wirklich inspiriert. Also habe ich angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. Darin wird viel über Wissenschaftliches geredet. Also hätte ich gerne einen Wissenschaftler, der es überprüft und sicher geht, dass das alles irgendwie Sinn ergibt. Würde es Ihnen etwas ausmachen, bist du noch einen da? Blick darauf zu werfen? Vielen Dank. Hier ist die erste Hälfte. Scheiße. Messer der Zeit. Geschrieben von Bruce Livingston. Akt 1. Internationales Büro, Nacht. Bruce Savage steht in seinem Büro. Er ist sexuell attraktiv. Jemand klopft an Bruce' Tür und er öffnet sie. Es ist eine Wissenschaftlerin. Sie sieht aus wie eine Bibliothekarin mit Brille, aber sie ist in Wirklichkeit eine Wissenschaftlerin. Man kann es daran erkennen, dass sie einen Laborkittel trägt. Wissenschaftlerin. Helfen Sie mir. Bruce, okay. Wissenschaftlerin. Nehmen Sie dieses Messer. Einige böse Männer versuchen es zu stehlen und das ist sehr wichtig. Bruce, okay. Wissenschaftlerin. Wie ist der Name, Hübscher? Bruce. Ich bin Bruce. Schütteln wir uns die Hände. Bruce und die Wissenschaftlerin schütteln sich die Hände. Die Wissenschaftlerin. Wow, Sie hätten mir mit Ihrem Händedruck beinahe die Hand gebrochen. Sie sind zweifellos ein richtig harter Kerl. Sie ist von Bruce' Stärke beeindruckt. Sie schaut auf seine großen Bizepse, als wären sie leckere Schinkenstücke, aber sie möchte sie nicht essen. Hier ist das Messer. Die Wissenschaftlerin gibt Bruce das Messer. Es sieht hauptsächlich wie ein Messer, aber auch wie eine Zeitmaschine aus, weil es sowohl ein Messer als auch eine Zeitmaschine ist, aber das weiß Bruce noch nicht. Ganoven brechen durch das Fenster und schießen auf die Wissenschaftlerin. Sie stirbt. Rächen Sie mich. Okay. Bruce tötet die Ganoven mit seinen Beinen, indem er voll oft nach ihnen tritt. Alle sind sehr schnell tot. Sieht aus, als ob ich euch Jungs eine Beinlänge voraus bin. Das Publikum wird an der Stelle wahrscheinlich lachen, also wartet Bruce mit seiner nächsten Zeile etwas 5 Sekunden, bis sich alle wieder beruhigt haben. Was ist an diesem Messer so besonders? Bruce sticht mit dem Messer in seinen Stuhl. Der Stuhl verschwindet. Der Stuhl ist verschwunden. Er schaut sich ein Bild an der Wand an, eine große Fotografie aus dem Jahr 1932 mit vielen Leuten aus dem Jahr 1932. Bruce' Stuhl ist in dem Bild. Interessant, mein Stuhl ist in das Jahr 1932 zurückgereist, nachdem ich mit meinem Messer ihn gestochen habe. Wenn ich die Dinge ansteche, reisen sie durch die Zeit. Das erklärt, wieso dieses Messer wie ein Messer, aber auch wie eine Zeitmaschine aussieht. Weil es beides ist. Bruce, wirklich alberner Freund, kommt von der anderen Seite des Gangs in den Raum gerannt. Er stolpert über etwas auf dem Boden. Sein Name ist Slobo. Er ist nicht so fett, wie sein Name klingt. Ah, yeah! Das ist, was Slobo immer sagt, und er sagt es wirklich lustig. Bruce, Sie haben mein Leben gerettet. Die Wissenschaftlerin hat nur so getan, als ob sie tot ist. Was für ein Scheiß. Sind Sie verheiratet? Nur mit der Arbeit. Ich finde das attraktiv, aber auch ehrenwert. Sie küsst Bruce auf seine Wange. Was mit meiner Wange? Oh, Amen. Das sagt Slobo auch immer, aber in einer anderen, jedoch genauso lustigen Art. Bruce wartet einige Sekunden, bis das Publikum fertig mit dem Lachen ist, bevor er wieder redet. Moment, diese Lippen waren Männerlippen und keine Frauenlippen. Bruce reißt der Wissenschaftlerin die Perücke runter. In Wahrheit ist sie Bruce' Boss Paul Marine. Paul Marine ist ein Volltrottel. Mein Boss, aber warum? Ich wollte, dass du alle diese Typen umbringst, weil sie mich tot sehen wollen. Ich wusste, dass du ein echt harter Kerl bist und sie ohne Probleme erledigen kannst, aber ich respektiere dich nicht als Angestellten, deshalb lasse ich dich immer beschissene Arbeit machen, obwohl du länger in meiner Firma arbeitest als die meisten anderen Leute. Und auch echt schlau bist. Und ich mag dich auch nicht, weil meine Freundin nicht dich attraktiv findet. Jetzt verstehe ich. Gib mir mein Messer der Zeit zurück! Paul Marine schnippt mit seinen Fingern und 73 Schläger um Single Bruce. Du kannst keine 73 Schläger besiegen. Gib einfach auf. Dafür habe ich keine Zeit. Bruce ersticht sich selbst mit dem Messer der Zeit und verschwindet. Er ist mit dem Messer der Zeit durch die Zeit gereist. Bruce öffnet die Tür und ist nun doppelt so aufgepumpt. Du bist jetzt noch sexuell attraktiver. Wie ist das nur möglich? Ich habe mir das Messer selbst reingerammt und in die Vergangenheit gereist. Dann habe ich alle möglichen Kampfkünste trainiert, um noch stärker zu werden. Außerdem habe ich in der Vergangenheit Sprengstoff in die Stiefel von allen hier gesteckt. Wenn ich diesen Auslöser betätige, wird die alle explodieren. Oh yeah! Ich bin so froh, dass ich Aktien von dieser Firma habe. Wieso?
weil das Geschäft durch die Decke gehen wird. Bruce drückt den Auslöser. Alle 73 Schläger fliegen in die Luft wie Eier in einer Mikrowelle. Poor Marine explodiert nicht. Zum Glück habe ich meinen Metalldetektor heute Morgen und den Sprengstoff gefunden, also habe ich meine Stiefel mit denen eines anderen vertauscht. Sag mal, Slobo, wessen Stiefel trägst du? Nein! Slobo explodiert. Mein bester Freund, dafür wirst du bezahlen. Du willst doch nicht etwa mit diesem Messer der Zeit stechen. Wieso nicht? Weil ich in Wirklichkeit du aus der Zukunft bin. Das macht doch keinen Sinn. Doch, das tut es. Denk daran, dass das Messer der Zeit auch eine Zeitmaschine ist. Ich bin du aus der Zukunft, aber ich habe mir das Messer selbst reingerammt, um hierher zurückzukommen und das alles zu tun. Aber wir sehen überhaupt nicht gleich aus. Das hast du gut erkannt und ich bin froh, dass du das ansprichst. Zuerst bin ich 700 Jahre in die Zukunft gereist, eine Zeit, in der die Menschheit wirklich fortschrittliche Technologie entwickelt hat, die es ermöglicht, das Gesicht und den Körper von Leuten komplett zu verändern. Ich hatte eine solche Operation, damit du mich nicht erkennen kannst, aber ich bin wirklich du, nur verändert. Ich kann das beweisen, weil ich viele Sachen über dich weiß. Was zum Beispiel? Du hast ein Muttermal an deinem linken Knöchel. Ich habe ein Muttermal an meinem linken Knöchel. Ich fange an, dir zu glauben. Das solltest du. Auch wenn ich einen neuen Körper habe, habe ich das Muttermal an meinem Knöchel behalten, damit ich beweisen kann, dass ich tatsächlich du aus der Zukunft bin. Ich zeig's dir. Paul hebt sein linkes Hosenbein an, aber dort ist kein Muttermal. Stattdessen ist dort ein Knöchelholster für eine Pistole. Paul zieht die Pistole und zieht damit auf Bruce. Ich habe die ganze Zeit gelogen. In Wirklichkeit bin ich nicht du. Ich habe das nur alles gesagt, damit ich an meine Pistole komme. Dreckschwein. In der Zukunft habe ich das Messer der Zeit auch eingeschmolzen und Kugeln daraus gemacht. Was? Diese Kugel stecke ich jetzt in dieser Pistole. Das bedeutet, dass ich dich gleichzeitig erschieße und durch die Zeit senden kann. Endlich wirst du aus dem Weg sein und ich kann heute später meine Freundin Sophine heiraten, bevor du ihr sagen kannst, dass ich eigentlich voll der beschissene Typ bin. Ich wusste nicht, dass du heute heiraten wirst. Ich weiß, meine Freundin Sophine hat auch eine Einladung für dich, weil sie dich bewundert und dich sehr attraktiv findet. Aber ich habe sie zerstört und sie dann angelogen und gesagt, ich hätte sie dir auf der Arbeit gegeben. Aber jetzt bin ich hier, um dir eine andere Einladung zu geben. Eines zu deinem Begräbnis. Paul Marine schießt auf Bruce. Slobo hechtet sich vor Bruce. Nein! Slobo war nicht wirklich tot. Er hechtet sich vor die Kugel und wird etwas getroffen. Jetzt stirbt er wirklich. Räche mich! Okay. Bruce möchte Paul Marine angreifen, aber jetzt ist Paul Marine verschwunden. Er ist weg. Slobo stirbt am Boden und das Blut verschmiert. Sein Körper ist so rot wie ein Hotdog mit viel Ketchup. Du musst diese Hochzeit verhindern. Du bist absolut der bessere Mann und eindeutig attraktiver als Paul. Du solltest mit meiner Freundin Sophine zusammen sein. Slobo stirbt. Bruce sitzt einfach für eine Weile neben Slobo, weil viele Leute zu dem Zeitpunkt weinen werden. Irgendwann steht er dann auf. Scheint, als ob ich auf eine Hochzeit gehe. Also doch. Er hält das Messer der Zeit ausgestreckt. Jemand muss die Torte anschneiden. Die Torte anschneiden bedeutet, das wird Paul umbringen. Der Schauspieler wird es so sagen, dass er das Publikum versteht. Das ist ein wirklich intensiver Moment. Bruce setzt seine Sonnenbrille auf. Ende von Akt 1. Was für ein Scheiß. Aber cool, ist witzig. Oh Mann. Sollen wir hier? Von Martin Hedge. Reply, nächste Schritte an. Clarice Ogawa. Mal gucken. An Martin Hedge von Clarice Ogawa. Betrefft nächste Schritte. Die Operation an der Universität hat viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als wir erwartet haben. Wir sind die Auswirkungen auf unser weiteres Vorgehen. Ich habe Bedenken, dass Paul Serene genauer beobachten wird, was wir tun. Vielleicht sollten wir unseren nächsten Schritt verschieben, bis sich alles wieder beruhigt hat. Es hat sich nichts geändert. Wir machen weiter. Der Vorfall an der Universität war ein Rückschlag, aber wir können die daraus entstandenen Komplikationen zu unserem Vorteil nutzen. Paul konzentriert sich auf Phase 3 des Plans. Er fragt sich, ob es Verräter innerhalb Monarchs gibt, aber ich bin mir sicher, er weiß nicht, wo er nach ihnen suchen soll. Ich werde dafür sorgen, dass die Schuld in der richtigen Stelle gefunden wird. Die Gala wird heute Nacht stattfinden. Dort werden wir unseren nächsten Schritt unternehmen. Sie kümmern sich um die Vorbereitung. Stellen Sie sicher, dass in Dr. Kims Labor alles für die Explosion bereit ist. Ich sorge dafür, dass Paul ausreichend abgelenkt ist, dass er uns nicht verdächtigen wird. Die Operation an der Universität. Achso, habe ich ja schon davon. Ja. Oh Gott. Ich bin gerade so überwältigt mit. So, ich schätze mal, wir gehen in diese Richtung weiter. Oh, der ist gerade hier runtergefallen.
Ich meine, da ist doch noch was. Da ist doch noch, wenn ich jetzt hier diesen Zeit... Gedöns anmache. Aber ich komme dort nicht mehr hin. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Sehr seltsam. Warum ist da oben so ein... Ich kann es auch nicht anschießen. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Sehr seltsam. Aber das Drehbuch ist echt, also daraus muss ein Film gemacht werden. Also liebe Community, auch wenn ihr so wenig seid, macht daraus einen Film. Vogelhäuschen runter. Verschlossen. Es muss einen anderen Weg dadurch geben. Ja. Den das war knapp. Gibt es. HQ, es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Striker-Team, Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Verstanden. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein. Ich habe Neuigkeiten. Safeguard Squad überprüft die Explosion. Striker Team errichtet eine Verteidigungsstellung um Ground Zero. Ein ganzes Striker Team? Für einen Typen? Der Vorfall an der Universität hat das HQ nervös gemacht. Der Typ wird zerlegt wie eine beschissene Pinata. So, machen wir mal einen gezielten Kopfschuss. Hey, schieß da! Scheiß-Typ! Da ist es nicht kein Ausweg! Was ist mit der Bombe? Das ist ja eigentlich overpowered. Aber ich finde es gut. Oh, zwei davon. Weg, 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 weg. Weg.
mal, sind da zwei von denen. Was soll ich denn da machen?